Und damit herzlich willkommen zur 68. Folge vom Gothic 3 Let's Play. Wir sind beim letzten Mal hier mit dem einen Typ mit dem Mord vom Hammer-Clan zum Wolfs-Clan gegangen. Und der Anführer der Krim, der hat uns gesagt, ja, wenn du den Jägern hilfst, dann kannst du zwei von denen mitnehmen. Und die Frage ist, wo der Mord jetzt hingegangen ist, nachdem er uns hier abgeliefert hat. Ich gehe eigentlich mal davon aus, dass er hier dann irgendwo noch rumsteht. Hoffe doch. Er wird ja wohl nicht so blöd sein und da wieder zurückgehen, oder? Ah, da vorne, oder? Nee. Hier? Ja. Ja, wir müssen halt jetzt erstmal zu den Jägern. Also Mord können wir dann später abholen, weil gerade zum Feuerclan geht's halt in eine ganz andere Richtung. Wir müssen jetzt erstmal zu den Jägern und da würde ich sagen, gucken wir uns dann halt mal hier um. Irgendwo müssen die ja sein. Tatsächlich bin ich mir nicht so sicher, wo die jetzt genau zu finden sind, aber das werden wir schon rausfinden. Die meisten Wege hier sind ja auch schon gecleant. An der einen Stelle sind wir halt nicht weitergelaufen, da gibt es halt so eine zerstörte Hütte, wurde uns gesagt. Und da gucken wir mal. Genau, 68. Folge. Das heißt, wir nähern uns auch bald wieder der 90. Folge. Was dann wieder, oder welche dann wieder eine Stunde gehen wird. Da hinten ist sogar ein Säbelzahntiger. Ah, noch einer. Zweimal Sonnenkraut, sogar noch ein drittes Mal. Und da unten ist wieder ein Troll. Der direkt schon mal gut aufs Maul bekommt. Erzader. Oh, da ist sogar noch ein zweiter. Ne, ein Eisgolem. Wow. Zum Glück hat der uns gerade nicht getroffen. Das wäre nicht gut ausgegangen. Genau, eine Erzader war hier links. Das wollte ich gerade noch erwähnen, aber dann habe ich schon gemerkt, oh, das kann kein Troll sein. Der ist zwar so laut wie ein Troll, also das Geräusch ist so laut wie ein Troll, aber für einen Troll läuft es viel zu schnell. Genau. Ripper haben wir auch geone-shottet. Den zweiten auch. Mensch, Mensch. Da oben ist noch einer und ein Hirsch. Auch eigentlich witzig, dass immer die Musik angeht. Ah, da unten sind sie doch. Wow. Gefunden, würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn ich dachte, wir müssten eigentlich noch ein Stückchen weiterlaufen. Ist ja egal. Ja, auf dem Plateau werden wir uns ja eh noch genug umschauen. Und da werden wir dann auch in Richtung eines weiteren Übergangs kommen. Ursprünglich bin ich ja hierher gelaufen, um euch die ganzen Übergänge da zu zeigen. Also wir hatten ja einen zusätzlichen Übergang, sind wir schon abgelaufen. Und dann bin ich aber vom Weg abgekommen oder bin gestorben und musste relativ viel wieder nachholen. Und da hatte ich dann gesagt, nee, mache ich nicht. Das machen wir dann einfach später irgendwann. Wenn sich das anbietet und ich dann in der Region bin oder so.
Genau, und hier drüben, hier hat man schon alles ein bisschen gecleant. Hier sind wir, glaube ich, auch schon mal lang gelaufen, auch wenn da jetzt noch Eiswölfe sind. Die respawnen ja auch mit der Zeit. Wenn die sich mal nicht immer so bewegen würden, dass man sie nicht trifft. Ja, Level Up sind wir übrigens auch. Also jetzt sind wir schon Level 110. Und hier waren im Prinzip die Goblins, ne? Da waren hier relativ viele Goblins. Und ein Anführer so gesehen, also ein Ogre. So ein Fettsack oder wie der hieß. Und wir wollen uns jetzt mal die Wollbisons da drüben vornehmen. Und ja, ich bin schon kräftig am draufschießen. Wie gesagt, bei denen bietet es sich immer an, die einzufrieren. Na, wobei diesmal haben sie einen relativ weiten Weg. Da wär's sogar mit Feuerbällen gegangen. So. Das sind noch weitere Bisons. Wir müssen aber erstmal einen Trank trinken. Mensch, Alter, sind fast alle One-Shot, außer der eine hier. Na komm her. Und da geht's auch gleich mit dem Säbelzahntiger weiter. Ach, das ist alles so krass verwinkelt hier. Ah, hier darf man auf jeden Fall nicht mit zu viel Schmackes runterlaufen. Da unten brennt vor allem auch Feuer. Ich glaube, das ist dieser... Ich glaube, das ist dieser Kessel, in dem sich die Orks befinden, die die Mine eingenommen haben. Was müsste der eigentlich sein? Wo geht's in die Richtung? Ja, in die Richtung geht's dann Richtung Feuerclan. Also da werden wir sowieso auch langlaufen. Wahrscheinlich sogar relativ zeitig mit dem Mord zusammen. Ah, da hat er aber Glück gehabt. Da war was dazwischen. Dafür haben die beide hier weniger Glück. Ah, da ist sogar noch ein Hirsch. Ah, hier gibt es viele Hirsche. Und Eiswölfe auch. Die sind halt auch nicht besonders hoch, das heißt, der Schuss geht halt gerne dann über die drüber. Weil wir da halt dann keine Möglichkeit mehr haben, die zu treffen. Und speichern sollte ich auf jeden Fall gleich mal. Boah, der eine hat gerade zwei aufgeladen ausgehalten. Genau, wir speichern jetzt mal, weil, ja, seit 9 Minuten nicht gespeichert. Das ist schlecht. Wenn wir da wieder drauf gehen, dann würde ich die Folge wahrscheinlich so gar nicht online bringen, sondern würde dann einfach sagen, okay, willkommen bei der 68. Folge. Ich habe nie aufgenommen, so nach dem Motto würde ich das dann machen. Genau. Wir haben eine kleine Jagdgruppe. Jorn und der Lisk
Reden wir doch mal mit beiden. Bist du gekommen, um uns bei der Jagd zu helfen? Ich warne dich lieber vorher. Das hier ist eher ein Kriegszug als eine Jagd. Wegen der Orks kann keiner alleine raus. Hast du Angst? Ich geb dir gleich Angst. Ich hab vor nichts und vor niemandem Angst. Aber so ein Ork ist stark. Wenn du nicht aufpasst, hackt er dich in Stücke. Und da hab ich keinen Bock drauf. Verstanden? Wie willst du das Problem lösen? Töte jeden Ork, der dir vor die Axt rennt. Und vor allem töte ihn schneller als er dich. Ich will trainieren. Ich kann dir beibringen, wie du einen Wolf auf 30 Schritt ins Auge triffst. Den ganzen anderen Kram natürlich auch. Sehr schön. Probleme mit den Orks, hab ich schon gehört. Soll ich dich trainieren? Oder suchst du jemanden, der dir hilft, die Orks zu verjagen? Bring mir was über die Jagd bei. Genau, also wie wir sehen, bei ihm können wir eigentlich mit am meisten lernen, auch wie man Orkjäger wird. Das bringt uns aber nichts, weil das ist nur für den Bogen halt hilfreich. Ich bin dabei. Allerdings sitze ich hier noch fest. Jenska braucht erst seine Felle. Wenn das erledigt ist, kannst du auf mich zählen. Hallo, ich bin Jenska, Anführer von diesem Trupp. Es ist ein Wunder, dass du es bis zu uns geschafft hast bei den ganzen Orks. Was gibt's hier? Felle. Wir sind vom Wolfsclan. Unsere Felllager sind leer und wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Es ist eine Schande. Wegen der Orks können wir nur noch in großen Gruppen auf die Jagd gehen. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet, als wenn wir in den Krieg ziehen. Kann ich hier handeln? Ja, bei mir. Braucht ihr Hilfe? Wenn du mit dem Bogen umgehen kannst und weißt, wie man Felle abzieht, bist du herzlich eingeladen. Rune hat dem besten Jäger des Trupps einen Bogen versprochen. Was braucht ihr? Mindestens 30 Eiswolfsfelle und 10 Bisonfelle. Sammelstelle ist hier, bei mir. Hier sind deine Felle. Dann haben wir alles zusammen. Du bist ein guter Jäger. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Der Wolfsclan schuldet dir was. Davon kann ich mir nichts kaufen. Stimmt. Hier, den Bogen hast du dir verdient. Kompositbogen, okay. Gibt's noch was anderes zu tun? Naja, wir haben ein Orklager entdeckt. Ganz hier in der Nähe. Diese dämliche Trommelei vertreibt das Wild. Wenn du weißt, wie man Orks den Schädel einschlägt, hau rein. Ich suche Xalas. Der Turm im Norden? Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Am besten sprichst du mit Hanson. Er kennt sich dort im Norden am besten aus. Wo finde ich Hanson? Wie schon gesagt, im Norden. Er jagt oft an einem Plateau zwischen den beiden großen Bergen. Ganz in der Nähe des Hammerclans. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn im Angebot? Rezept Kopfnuss, Rezept scharfer Pfeil, Orkreiser hat halt schon den Orkjäger mit dabei. Kompositbogen ist jetzt nicht so besonders. Aber das sind halt so Sachen, das Game ist halt auch so aufgebaut, dass man am Anfang so gesehen frei wählen kann, wo man denn gerne hingehen möchte, so. Wenn man sich dann natürlich entscheidet, erst hierher zu gehen, dann ist dieser Kompositbogen halt schon mehr wert, ne? Und auch mit diesem Erz da, wenn man es dann wirklich schafft, das Erz zusammenzukriegen, kriegt man halt gleich eine Rüstung von denen und so. Ich brauche ein paar gute Kämpfer. Es wird Zeit, dass wir den Orks mal zeigen, was echte Schmerzen sind. Ich bin dabei. Aber wir sollten uns vorbereiten. Lass hören. Nicht weit von hier lebt ein Alchemist. Er stellt Pfeile her. Nicht einfach ein Stock mit einer Spitze drauf. Die Dinge explodieren, wenn sie auftreffen. Ich schlage vor, du stattest dem Vogel mal einen Besuch ab. Besorg mir ein Dutzend von den Dingern. Wir werden sie brauchen. Hier sind deine Pfeile. Mit diesen Pfeilen nehme ich es alleine mit 20 Orks auf. Ja, bei Lass uns angreifen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er da jetzt direkt hinläuft oder was er da macht. Was machst du hier? Babysitter für die Jäger. Ich halte die Umgebung des Lagers frei von Orks. Er läuft übrigens jetzt schon zur Mine, das passt. Die Mine des Hammerclans besetzt. So eine Scheiße. Egal, wo man hinkommt, überall haben sich die Orks breit gemacht. Reg dich ab. Ich will sie da rausholen. Ja, lass sie uns da rausprügeln. Ich bin dein Mann. Brauchst du Hilfe bei den Orks? Hilfe? Wenn du dort hinten in die Felsspalten hinabsteigst, ist dort ein kleines Orklager.
Jenska will nicht, dass ich mich darum kümmere. Was ist mit dir? Wenn du das übernehmen willst, rede mal mit ihm. Genau, er macht sich jetzt auch auf den Weg. Was wollen sie? Die Orks haben die Mine. Sie wollen sie zurück. Das kann ich mir denken. Aber du fragst den Falschen. Ich bin Jäger. Aber du kannst dir mal die Krieger hier fragen. Aber erst, wenn wir hier fertig sind. Die Felle müssen ins Dorf. So, naja, dann gucken wir mal wegen den Orks. Dieses Ork-Lager, das ist natürlich interessant. Theoretisch müssten wir ziemlich weit an der westlichen Kante sein. Ja, hier so unten, genau. Das passt. Da gibt es dann nämlich, wie gesagt, auch noch einen Übergang. Aber das hatte ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Ich würde sagen, wir gucken erstmal den Berg hier rauf. Wobei, hier waren wir schon oben. Genau, das ist dieser gleiche Berg. Den waren wir schon hochgegangen. Das passt. Ja, da drüben sieht man schon den Übergang. Und hier die Felsspalte soll es also sein. Da müssen wir jetzt mal einen Weg nach unten suchen. Und diese Ripper hier erstmal eliminieren. So, na dann. Na, als ob das jetzt Damage gemacht hat, Alter, das ist auch lächerlich. Na, also wie gesagt, hier um die Ecke sind dann direkt Orks. Bin mir nicht ganz sicher, ob die einen Schamanen dabei haben. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ja, die haben Schamanen dabei. Haben sie jetzt keinen Bock mehr oder was? Der Kampf wird nicht lange dauern. So, Schaman ist auch tot. Ja, habt schon gesehen, ne? So ein normaler Feuerball von dem Schamanen, der hat uns gleich mal die Hälfte des Lebens abgezogen. Deswegen muss man bei denen auf jeden Fall aufpassen. Und da ist auch der Trommler. Ja, da ist schön down gebrannt. Was haben sie denn hier so? Können erstmal wieder Fleisch braten. Wir können übrigens auch mal Fleisch verkaufen, weil ich meine, wir haben jetzt 1000 Fleisch. Ja, jetzt haben wir 1400. Ich denke mal, das werden wir nicht so schnell alle kriegen. Und hier steht eine alte Truhe. Das ist sehr nice. Amulett des Paladins. Okay. Stärke und Mana hat das. Und eine Grosch Warrock. Ja, wir können jetzt selber auch auf der Trommel schlagen. Hm.
muss noch intensiver draufhauen als der andere. Ja, und unsere Mana-Tränke gehen so langsam zur Neige, ne? Wir haben bloß noch 25 Stück. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann gucken wir uns auch gleich noch diesen Übergang entsprechend an. Und gucken mal, ob hier irgendwelche Pflanzen stehen oder irgendwas Interessantes an der Seite ist. Ich glaube fast nicht. Auf dem Weg wird vielleicht was stehen. Ja. Blinbeere, ne? Abseits des Weges. Steht doch so manches. Das sah fast aus wie so ein Höhleneingang, weil da werden die Steine meistens heller. Ja, und bei dieser Ruine da drüben waren wir ja auch schon mal. Da würde mich das ultra interessieren. Wo man da noch so rauskommt. Hier sind übrigens auch nochmal, genau, eine Truhe und hier eine Metalltruhe. Ach, abgebrochen. Und schon wieder der Ring der Magie dabei. Von dem wir schon zwei Stück haben. Oh, hier wieder abseits des Weges. Einen Harnischkraut gerade gefunden. Boah, wer hat denn die Pilze platziert? Ja, die können wir uns auch so holen. Ah, bei der Truhe waren wir tatsächlich schon. Also dieser eine Pilz, der steht so nach dem Motto, hö, du kannst ihn nicht looten. Aber wir kommen da schon ran. Ja, wenn es jetzt was Besonderes wäre, würde es sich auch lohnen, die Telekinese einzusetzen, aber so bewegen wir den halt bloß und der fliegt dann hier so runter und dann kann man aufheben. Was mich viel mehr interessieren würde, na, ab 1000 wird dann auch nur noch ein T angezeigt, ist hier oben. Wie gesagt, wir waren ja da schon mal. Oh, ich hätte den Weg hochlaufen sollen, Alter. Ah, da oben ist noch was. Genau, es geht ja hier rechts so ein Weg hoch und hier links dann nochmal so eine kleine Vorschau. Das scheint im Prinzip dasselbe zu sein. Und hier oben hatten wir uns ja schon drauf geeinigt. Genau, da geht es nicht weiter. Das war dieses Gebiet, wo ich gesagt habe, okay, da fehlt ein bisschen an Design. Das ist dann halt hier an der Stelle nicht fertig geworden. Ich dachte, dass der Weg, weil da so rumgeht, ja, vielleicht gibt es da noch einen alternativen Weg nach Nordmar. Aber ich denke, 6 Stück reichen absolut aus. Wie schon gesagt, nach Varant gibt es halt bloß einen und hier gibt es halt 6 Stück. Also 1, 2, 3, dann bei Faring 2 Stück, einer mehr so nach links, einer mehr nach rechts und dann hinten nochmal einer bei Vanguard, was dann die Nummer 6 ist. Ja, und da drüben sieht man auch den Hammer-Clan. Und da links, rechts sieht man den Wolfsclan. Das heißt, hier hat man tatsächlich mal links den Hammerclan, rechts den Wolfsclan. Beides im Blick. Beim Wolfsclan sieht man sogar die große Hütte. Beim Hammerclan sieht man es nicht, weil da sieht man halt den Berg und dann geht das außenrum zum entsprechenden Wolfsclan. Ja. So. Was haben wir denn hier links? Aha. Ist der Queenscreen nicht vor dem Standfuß vom Dings gewesen?
Oha. Ja, bei denen muss man aufpassen, weil wie gesagt, die one-shotten einen mit dem Eis. Oh, der ist schön gestorben. Hallo? Schon gelootet oder was? Ja, bei dem kann man auch mal so einen Screenshot machen, wie der gestorben ist. So, genau. Und hier ist ein weiterer Übergang. Bin mir jetzt halt nicht sicher, ob wir diesen hier schon lang gelaufen sind. Deswegen laufe ich den nochmal lang. Aber bezüglich des Wolfgeräuschs würde ich sagen, sind wir den noch nicht lang gelaufen. Ja, solche Sachen sind immer interessant. Da denkt man, okay, da drin ist jetzt richtig krasser Shit oder irgendwas. Aber in dem Falle ist es nicht so gewesen. Okay, ich glaube, da unten haben wir nichts verpasst. Da oben hatte ich auch schon hochgeguckt, nur hier rechts habe ich noch nicht geguckt. Okay, gibt es auch nichts Besonderes. Dann wissen wir Bescheid. Dann haben wir jetzt alle, außer hinten bei Vanguard fehlt jetzt halt noch. Den Übergang gucken wir uns dann auch irgendwann mal noch an. Da links steht noch ein Morgentau und die Wölfe sind da oben zu hören. Das ist es. Vor uns vielleicht auch noch. Mal gucken. Nein, da ist ein Säbelzahntiger. Ja, wir werden auch auf jeden Fall irgendwann mal noch wieder mal ein paar Sachen kaufen. Also Fläschchen. Mal wieder einen Rundgang machen in alle Städte, in die wir bisher können. Um da halt mal wieder Fläschchen zu kaufen. Damit wir neue Tränke herstellen können. Und vor allem Mana-Tränke. Die anderen haben wir ja relativ viele. Sogar ohne aufgeladenen können wir die jetzt mittlerweile two-shotten. So, jetzt geht's hier erstmal hoch. Ja, wir haben auch eine Quest von Grimm bekommen bezüglich Orks an der Brücke. Theoretisch sind da jetzt nochmal neue respawned. Oh. Und hier. Hier ist sogar schon die Mine. Ups. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ach, das ist ja schon wieder mal absolut lästig. Ja, wenn wir noch mit denen kämpfen wollen, dann würde ich sagen, tue ich die jetzt mal nicht ausrauben. Na, der Jorn, der will es aber ziemlich wissen. Mal gleich nochmal einen Trank trinken, Alter. Ach nö. Hör doch auf, mit dem Bogen zu schießen. Nervig, nervig. Genau, hier ist der Eingang zur Mine. Also im Prinzip beim Wolfsclan.
Deswegen ist es recht sinnvoll, die um Hilfe zu fragen. Also ein Wolfsclan. Und hier müsstest du den Weg gehen, wo sich das Ganze dann spaltet. Ach, da mussten wir jetzt halt einen Aufgeladenen nehmen, weil wir nicht so optimal zu ihm standen. Die Hasen haben auch oft genug zu viel Bewegungsdrang, sodass man die kaum trifft. Und da oben sind wieder mal Goblins. Tja, mit dem magischen Stab, da brauchst du mir nicht mit Magie zu kommen. Das kann ich leider alles abblocken. Zum Bedauern des Goblins. Ah, das hier ist auch cool gemacht mit dem Helm, der hier so rangenagelt ist. Und die Pfeile kommt man halt nicht ran, die sind halt fest eintexturiert oder sogar mit hinzugefügt. Oder halt so eingestellt, dass man sie nicht looten kann, das kann es auch sein. Genau, und jetzt sind wir... ich dachte eigentlich, wir sind jetzt an dem Weg, wo sich das spaltet, aber egal. Ach so, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, okay, dann habe ich das doch noch nicht im Let's Play gemacht. Ja, okay, das ist dieses Tal hier. Da geht im Prinzip dieser Weg von Faring, teilt sich einmal nach rechts der normale auf und nach links der andersweitige. Und hier kann man dann einmal komplett unten langlaufen und kommt dann im Prinzip zu dem Übergang nach Vanguard. Das heißt, hier geht jetzt so ein Weg durch. Und ich glaube, hier waren wir schon. Es kann auch sein, dass die da respawned sind, weil... Nee, ja genau, im Let's Play hatte ich die ja schon besiegt. Da sind wir den Weg schon lang gelaufen und die sind dann einfach respawned. Weil hier ist im Prinzip der Weg nach Faring und dort geht es dann wieder in die Eislandschaft. Das passt soweit. Da haben wir ja auch beim Feuerclan hier schon die Quests gelöst mit genau, der Ahnenstein tötet den Orkschaman, Orklager ausgelöscht und so, das haben wir alles schon gemacht. Das einzige, was wir wahrscheinlich noch nicht gemacht haben, ist mal in die Grabstätte reingehen von dem guten Angier, müsste der heißen. Und irgendwie ist Sprinten schon immer doof gewesen. Genau. Jetzt ist auch die Zeit abgelaufen und damit würde ich mich recht herzlich von euch verabschieden und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein!